Als Neoliberalismus etikettiert, meine Damen und Herren, hat das Denken, das das Prinzip Freiheit auf sein Panier geschrieben hat, der Liberalismus, vielerorts keinen guten Klang. Um den Sog negativer Bewertungen zu verhindern und zugleich um Liberalismuskritiker vor einem zu einfachen Gegner zu bewahren, empfiehlt es sich, eine valable Position zu entwickeln. Wie im Titel angekündigt, nenne ich sie einen aufgeklärten Liberalismus. Denn ein Liberalismus, der Wertschätzung verdient, unterzieht sich einer Regeneration, für die er Elemente der Aufklärung übernimmt. Ich argumentiere in drei Schritten. Auf Hinweise zum Stichwort Geist der Aufklärung folgt ein Blick in die Ideengeschichte und zum Schluss skizziere ich einen zukunftsfähigen Liberalismus. Also erstens aus dem Geist der Aufklärung. Die Worterklärung ist einfach. Liberalismus heißt ein Denken, das die Freiheit als Mittelpunkt und Angelpunkt versteht. Die nähere Bedeutung oder bei der näheren Betrachtung stößen wir auf viele Bedeutungen. Von ihnen erwähne ich einleitend nur eine bescheidene Gemeinsamkeit, die Unterscheidung einer negativen von einer positiven Freiheit. Die negative Freiheit meint Unabhängigkeit, die Negation von Zwang und Fremdbestimmung, den Widerspruch gegen Einmischung und Bevormundung. Die positive Freiheit, die Fähigkeit, selber Ziele und Zwecke zu setzen und Mittel zu wählen, also die Selbstbestimmung, die ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen erlaubt. Die dabei nur anklingende Vieldeutigkeit des Ausdrucks Freiheit findet sich beim Ausdruck Liberalismus wieder. Keineswegs auf die Wirtschaft beschränkt, versteht sich der Liberalismus als eine soziale und politische Theorie und Bewegung, der in erster Annäherung als thematisch dreidimensional zu charakterisieren ist. Der Liberalismus besteht in einer Wirtschafts-, einer Gesellschafts- und einer Politiktheorie. Es gibt mindestens ein weiteres Freiheitsprojekt, die Befreiung von Naturzwängen, des Näheren, von Zwängen der äußeren Natur mittels Technik, von Zwängen der Leiblichkeit des Menschen mittels Medizin und Pharmazie und von inneren Zwängen mittels Erziehung. Dieses Freiheitsprojekt, eine dreidimensionale Kultivierung, wird aber vielleicht mit Ausnahme der Erziehung kaum dem Liberalismus zugeordnet. Daher konzentriere ich mich auf die drei anderen Bereiche, also auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. In all diesen Bereichen vertraut der Liberalismus auf die möglichst zwangsfreie Entfaltung der Anlagen und Kräfte der Einzelnen, denn davon erwartet er einen Fortschritt. Bescheidener gesagt, eine Verbesserung in diesen drei Bereichen, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik und einschließlich Recht und Staat. Den Hintergrund bildet, was heute im abgeflachten Sinn eine Metaphysik heißt. Vom Geist der Aufklärung inspiriert, plädiert der Liberalismus für den Mut, sich seines Verstandes zu bedienen. Seinetwegen vertritt er das Recht, sofern man das Leben nach den eigenen Überzeugungen zu führen, sofern man nicht dasselbe Recht der anderen verletzt. Als Folge rechnet er mit einem Pluralismus von Lebensformen und den zugrunde liegenden Pluralismus von Werten. Gegen endgültige Wahrheiten skeptisch nimmt der Liberalismus selbst für Werte eine legitime Konkurrenz an. Und er will, dass man sie auch austrägt, diese Konkurrenz, damit die besseren, aber stets nur vorläufig besseren Werte sich durchsetzen. Lediglich eine Einschränkung nehmen die meisten liberalen Denker vor, die Rechtsmoral von Demokratie und unantastbaren Menschen- und Freiheitsrechten halten sie für unverhandelbar, für unverzichtbar. Davon abgesehen mag es persönlich nötig und für die Familien- und Freundesverhältnisse wünschenswert sein, Wertekonkurrenzen zu entscheiden, weder in der Gesellschaft noch in der Politik, aber ist dies immer erforderlich. In der Aufklärung des 17. Jahrhunderts vorgeprägt, wird der Liberalismus im 19. Jahrhundert zum entscheidenden Herold und Vorkämpfer für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, Wirtschaftsliberalismus, für eine zunehmend offene Gesellschaft, Gesellschaftsliberalismus und für einen demokratischen Verfassungsstaat bzw. eine konstitutionelle Demokratie, politischer Liberalismus.
Dabei bewegt sich das Spektrum liberalen Denkens zwischen zwei Extremen. Der Nachtwächterstaat gibt sich mit der Überwachung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit, also mit einem schmalen Bereich der negativen Freiheit zufrieden, während dem sozialen Liberalismus es zusätzlich auf die positive Freiheit der Bürger ankommt und ihretwegen überträgt er dem Staat einen bunten Strauß von Aufgaben. Als aufgeklärten Liberalismus bezeichne ich nun eine Großfamilie von Theorien und Programmen, die sich durch drei Gesichtspunkte auszeichnen. Alle drei entsprechen Kernelementen der Aufklärung. Das erste Element besteht in einer empirischen, sogar anthropologischen Herausforderung. Das zweite in einer normativen, sogar moralischen Einstellung. Und das dritte in einer moralisch-politischen Antwort. Mit diesen drei Aspekten hängen zwei weitere Gesichtspunkte zusammen. Einerseits eine soziale Verantwortung, die den Nachtwächterstaat als Beispiel eines nicht aufgeklärten Liberalismus überwindet. Andererseits dank Selbstkritik eine Regenerationsfähigkeit, ohne die kein Liberalismus als aufgeklärt gelten kann. Die Neigung einiger Aufklärer zu einem maßlosen Optimismus teilt der hier vertretene Liberalismus nicht. Die schon bei Bacon und Descartes anzutreffende Wertschätzung, man muss sogar sagen Überschätzung der Wissenschaft, verbunden mit dem Glauben, der Mensch sei nicht bloß erziehbar, sondern perfektibel, ist einem wahrhaft aufgeklärten Liberalismus fremd. Nun zu den drei Kernelementen. Ein aufgeklärter Liberalismus ist erstens gegen jede ideologische und autoritäre, dabei wirklichkeitsresistente Politik allergisch. Stattdessen vertraut er lieber auf die Erfahrung. Diese beginnt auf elementarer Ebene mit zwei Erfahrungen von anthropologischem Rang. Nach der einen anthropologischen Erfahrung hat der Mensch seine Freiheit in Auseinandersetzung mit der äußeren und inneren Natur zu erringen und zu bewahren. Und dafür entwickelt er eine facettenreiche Technik, eine mehr und mehr erfolgreiche Medizin und nimmt eine Erziehung, später eine Selbsterziehung vor. Dieses weite Themenfeld lasse ich aber heute beiseite. Stattdessen konzentriere ich mich auf eine zweite anthropologische Herausforderung oder Erfahrung, dass sich der Mensch durch die Doppelnatur von Kooperation und Konflikt auszeichnet. Einerseits ist der Mensch auf seinesgleichen angewiesen, auf ein vielfältiges Zusammenwirken. Es beginnt mit der wechselseitigen Hilfe und reicht über die Arbeitserleichterung durch Arbeitsteilung und Spezialisierung bis zur gegenseitigen Anerkennung, selbst Liebe und Freundschaft. Auf der anderen Seite herrschen Konkurrenz und Konflikt und sie herrschen schon deshalb, weil so wichtige Dinge wie Güter und Dienstleistungen knapp sind. Selbst außerökonomische Werte wie Anerkennung und sogar die freundschaftliche oder liebende Zuwendung gibt es nicht in paradiesischer Überfülle. Im Gegenteil, Knappheit gehört zu den Grunderfahrungen des Liberalismus. In seiner aufgeklärten Gestalt rechnet er damit, dass die Menschen sich voreinander auszeichnen wollen, nicht zuletzt damit, dass Neid und Eifersucht drohen. Blickt man nur auf die wirtschaftlichen Wachstumsraten, insbesondere der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, so kann man die Knappheit für ein vorübergehendes Schicksal halten. Am Ende gehe es in jenes märchenhafte Schlaraffenland, wörtlich Narrenland, über, in dem Milch und Honig fließen, dem Trägen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und in dem die Faulheit die höchste Tugend, der Fleiß aber das größte Laster sind. In Wahrheit begleitet die Knappheit die Menschheit seit ihren Anfängen. Und weder wissenschaftlich-technische noch ökonomische Neuerungen noch deren Verbindung können das angedeutete Element, ich nenne es mal das anthropologische Gesetz der Knappheit, aufheben. Denn notorisch knapp sind und werden bleiben der Boden, auf dem die Menschen leben. Die Früchte des Himmels und der Erde, die die Menschen teils unmittelbar, teils nach Verarbeitung genießen. Knapp sind außerordentliche Begabungen, überragende Fähigkeiten und die Bereitschaft, Wagnis und Mühe auf sich zu nehmen,
Knapp sind Dienstleistungen, Arbeitsplätze und Kapital, ferner einflussreiche Ämter und die Anerkennung der Mitmenschen. Nicht zuletzt ist die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit knapp, ohnehin der Ruhm in der Nachwelt. Für die Frage, wie man mit der Doppelnatur, der kooperativen Konfliktnatur am besten umgehe, lässt sich ein aufgeklärter Liberalismus zwar von konkreter Erfahrung belehren, weil er aber weiß, dass sie zum Maßstab nicht taugt, braucht er zweitens ein normatives Kriterium. Und dieses Kriterium findet er in der sich nicht widersprochenfreien Erfahrung. Und in dieser nicht widerspruchsfreien Erfahrung braucht er das Kriterium zur Orientierung. Dabei setzt er sich für einen Individualismus besonderer Art ein. Er vertritt nicht, wie manche Kritik behauptet, einen bindungslosen Individualismus. Ein isoliertes Individuum, das in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher, in kultureller und politischer Hinsicht von allen Bindungen gelöst, von nichts und niemandem abhängt und ganz in sich selber ruht, ist ihm zutiefst fremd. Der aufgeklärte Individualismus vertritt allein, so der normative, sogar moralische Aspekt, einen legitimatorischen Individualismus. Danach hat alles Soziale keinen Selbstzweck. Letztlich rechtfertigen sich Regeln und Institutionen, vor allem ihre Zwangsbefugnis, nur von den betroffenen Individuen her. Nach dem liberalen Prinzip volenti non fit injuria, dem Willen geschieht kein Unrecht, kommt es auf die freie Zustimmung, bei den letzten Grundsätzen sogar auf jene freie Zustimmung eines jeden an, die man bloß dort erwarten kann, wo jedem Einzelnen ein per saldo Vorteil winkt. Diese Bedingung, den Vorteil für jeden, erfüllt die Welt des Sozialen, wenn sie drittens zwei Grundmuster zu verbinden versteht. Deren visionäre Kraft begründet die Attraktivität des aufgeklärten Liberalismus. Einerseits suche man Frieden und unterwerfe sich deshalb zwangsbefugten Regeln, dem Recht. Überdies verpflichte man das Recht auf Prinzipien politischer Gerechtigkeit, also auf negative und positive Freiheitsrechte, auf öffentliche Gewalten, auf deren demokratische Legitimation und auf die Teilung der Gewalten. Andererseits gebe man dem freien Spiel der Kräfte Raum, also jenem ökonomischen, aber keineswegs nur ökonomischen Markt. Denn es gibt ebenso einen politischen Markt, ferner einen wissenschaftlichen, nicht zuletzt einen kulturellen Markt. Von diesem bunten Strauß eines freien Spiels der Kräfte erwartet man ein großes Aufblühen, ein Reichtum an Gütern und Dienstleistungen, an Wissenschaft, Medizin und Technik, an politischen Programmen, an Musik, Literatur und Kunst. Zur ersten Vision, dem von Frieden, Recht und Gerechtigkeit bestimmten Gemeinwesen, tritt als zweite Vision die eines vieldimensionalen Wohlstandes hinzu. Nach einem uralten Traum der Menschheit, ihre Schwerter schmieden sie zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern, soll die physische Gewalt in ökonomische und kulturelle Kraft umgewandelt und der Friede um Wohlstand, Wissenschaft und Kunst bereichert werden. Bei dieser Verbindung der beiden Grundmuster, demokratischer Rechtsstaat und freies Spiel der Kräfte, folgt der aufgeklärte Liberalismus stillschweigend dem sozialethischen Prinzip der Subsidiarität. Was die Individuen in ihrem freien Zusammenwirken vermögen, darf der Staat nicht übernehmen. Daraus folgt eine Beweislastregel. Der Staat darf nur das an sich ziehen, was die Individuen für sich oder mit anderen entweder überhaupt nicht oder entschieden schlechter zustande bringen. Soweit zum Geist der Aufklärung. Als nächstes folgt ein Blick in die Ideengeschichte. Der Liberalismus vertritt zunächst nur einen methodischen, keinen sozialtheoretischen oder sozialethischen Individualismus. Trotzdem wirft man ihn gern pauschal einen Mangel an sozialer Sensibilität vor. Schon ein knapper Blick auf prominente Denker kann diesen Vorwurf entkräften. Als ersten Beleg pflegt man Adam Smith anzuführen.
In Wahrheit hatte Smith nicht bloß für viele Jahre einen Lehrstuhl für Moralphilosophie inne und verfasste eine wirkungsmächtige Theorie moralischer Gefühle, in der die Sympathie, also ein ausdrücklich soziales Gefühl, im Vordergrund steht. Selbst später, in der berühmten Wirtschaftstheorie, plädiert er für den freien Markt nicht etwa den Unternehmern oder den Kapitalisten zuliebe, da sie mit hohen Gewinnen rechnen können. Im Gegenteil kommt es ihm auf Wohlstand an, was mehr als nur materiellen Reichtum meint. Und vor allem ist seine Bezugsgruppe nicht eine kleine Schicht, es sind nicht die Bessergestellten, sondern alle zusammen, das jeweilige Gemeinwesen bzw. die Nation. Smith geht es um den kollektiven Wohlstand, also um ein Gemeinwohl, von dem er glaubt, dass es sich durch den freien Markt, nämlich durch Arbeitsteilung, Konkurrenz und Eigeninteresse, von allein ergebe. Als nächster prominenter Vertreter sei Jeremy Bentham genannt, ein Anwaltssohn, der selber Jurist wird, sich aber vornehmlich für soziale und politische Reformen einsetzt. Zu seinen Reformforderungen gehören eine humanere Behandlung der Strafgefangenen, eine ebenso humanere Armengesetzgebung, ferner die Abschaffung des Oberhauses und die Selbstbestimmung oder besser Stimmberechtigung für jeden Bürger nach dem Kriterium, jeder zählt als einer und niemand mehr als einer. Beim frühen deutschen Liberalismus stammt das wichtigste Dokument von einem bedeutenden Gelehrten und Kulturpolitiker. In den Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, geißelt der erst 25-Jährige Wilhelm von Humboldt einen um das physische und moralische Wohl seiner Untertanen besorgten Obrigkeitsstaat. Den geißelt er als drückendsten Despotismus. Die einzig legitime Staatsaufgabe, die Wahrung von Sicherheit und Ordnung, klingt zwar nach einem bloßen Nachtwächterstaat, Humboldt verlangt aber eine Förderung des wahren Zwecks der Menschen, nämlich der höchsten und proportionierlichsten Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Damit erhält der Liberalismus einen sozialen Akzent und zugleich eine neue Qualität. Im Unterschied zu Bentham gilt die individuelle Freiheit nicht länger als eine statische Vorgabe, sondern als eine dynamische Aufgabe. Dabei vertritt Humboldt einen Bildungsliberalismus, der die Schule auf weit mehr als nur ein humanistisches Bildungsprogramm, nämlich auf eine wahrhaft humane Bildung verpflichtet. Ebenfalls als ein aufgeklärter Liberaler erweist er sich im Gutachten im Entwurf zu einer neuen Konstitution für die Juden. Während andere Reformer sich nur für eine etappenweise Gleichstellung einsetzen, verlangt Humboldt den Juden erstens alle Freiheitsrechte, zweitens sofort und drittens ohne Einschränkung zuzugestehen. Die Freiheit sei nämlich die einzige Schule der Freiheit. Der bedeutendste Theoretiker des englischen Sozialliberalismus, John Stuart Mill, übernimmt Humboldtsche Gedanken und verstärkt Benthams liberale Elemente. Unter dem Einfluss von Harriet Taylor, seiner späten Frau, entwickelt er sogar Sympathien für den Sozialismus. So setzt er sich für eine schrittweise Umwandlung des Privateigentums in genossenschaftliches Eigentum und Staatseigentum ein. Er fordert die politische Gleichberechtigung der Arbeiterschaft, ihre Vereinigungsfreiheit und ihre Beteiligung an den Betrieben sowie eine Brechung der wirtschaftlichen und politischen Vormacht des grundbesitzenden Adels. Später kühlen sich aber Mills Sympathien für den Sozialismus merklich ab. Mit besonderem Nachdruck verlangt er, die fast despotische Macht der Männer über die Frauen zu brechen. Und zwar dadurch, dass den Frauen dieselben Rechte und dieselbe Rechtsschutz gewährt werde. Von der schließlichen Gleichstellung der Frau in Familie und Gesellschaft erwartet er sogar einen Fortschritt an moralischer Gesinnung, der eine moralische Regeneration der Menschheit mit sich führe. Für den neueren Liberalismus dürfte John Rawls der herausragende Repräsentant sein.
An der unangefochten Spitze seiner bald berühmten Gerechtigkeitsprinzipien steht eine Variante von Kants einschlägigem Prinzip. Danach hat jeder das gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben Recht anderer verträglich ist. Dieses Prinzip, das sich sowohl für die liberalen Freiheitsrechte als auch die demokratischen Mitwirkungsrechte ausspricht, wird im zweiten Prinzip um ein hohes Maß an Sozialstaatlichkeit erweitert. Denn es erlaubt zwar wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten, sie aber nur unter der Bedingung fairer Chancengleichheit und zusätzlich unter der Bedingung, dass die entsprechenden Wirtschafts- und Sozialverhältnisse den Schlechtestgestellten zugutekommen. Als wir heute letzten Vertreter des aufgeklärten Liberalismus, sei endlich der Namensgeber dieser Veranstaltung erwähnt. Unter dem Titel Die neue Freiheit setzt sich Ralf Dahrendorf für eine Meliorationsgesellschaft ein, in der sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessern, eben meliorisieren lassen. Nach Dahrendorfs Freiheitsverständnis ist die Ausweitung von Freiheit im Sinne zunehmender Lebenschancen geboten, selbst wenn diese Chancen zunächst nicht allen zugute kämen. Auf keinen Fall dürften allerdings gewissen Bürgern die Teilnahme und Teilhabe an sozialen, ökonomischen und politischen Prozessen verwehrt werden. Damit schließe ich meinen Blick, den kurzen Blick in die Geschichte. Er bestätigt und bekräftigt zweierlei, dass es den Liberalismus im Singular nicht gibt und dass keineswegs der Gedanke des Nachtwächterstaates, sondern ein Quartett von Antriebskräften vorherrscht. Selbst deren erste Stimme in diesem Quartett, der klassische Wirtschaftsliberalismus, selbst ihm geht es nicht um das Partikularinteresse von Unternehmern, sondern um das Gemeinwohl in Form von höheren Löhnen, niedrigeren Preisen und einem gesamtgesellschaftlichen Wohlstand. Dabei verdient das Kernelement, der freie Markt, schon deshalb keine pauschale Kritik, weil durch die Übernahme marktwirtschaftlicher Elemente seitens nichtwestlicher Länder wie China die Zahl der Armen in der Welt in den 20 Jahren von 1990 bis 2010 halbiert wurde. Nach der Millenniumsstudie der Vereinten Nationen haben die ersten 13 Jahre des 21. Jahrhunderts sogar den schnellsten Rückgang der Armut in der Geschichte der Menschheit gebracht. Auch wer gegen diese frohe Botschaft etwas skeptisch bleibt, wird dem Wirtschaftsliberalismus schwerlich allen Erfolg in der Armutsbekämpfung abstreiten können. Die zweite liberale Stimme, der Gesellschaftsliberalismus, spricht sich für Pluralismus und Toleranz aus und wendet sich gegen einen Gesinnungsterror. Die dritte Stimme, der politische Liberalismus, sorgt sich um Freiheitsrechte, dabei, wie schon mehrfach gesagt, keineswegs nur um die negativen Freiheitsrechte, sondern als notwendige Voraussetzung realer Freiheit ebenso um positive Freiheitsrechte. Ferner kommt es ihm auf Volkssouveränität und die mit der Gewaltenteilung anhebende Kontrolle der Regierung an. Für eine weitere mittlerweile vierte Stimme ist die Bezeichnung schwierig, für das Interesse an einer in ihren Fähigkeiten hochentwickelten Persönlichkeit. Wenn man den Begriff der Bildung nicht in einem schul- und hochschulpolitisch verengten, sondern einem emphatischen Sinn versteht, könnte man hier von einem Bildungsliberalismus sprechen. Diese verschiedenen Stimmen des Liberalismus werden durch ein gemeinsames Leitmotiv geeint, das den Rang eines Grundkriteriums hat, weil letztlich der unendliche Wert jedes einzelnen Menschen zählt, gleichermaßen zählt, ist dessen Freiheit zu fördern. Ich komme zum dritten Schritt unter dem Stichwort zukunftsfähiger Liberalismus. Ich habe von drei Kernelementen gesprochen. Im Zeitalter der Philosophen, der Aufklärung geboren, hält der neuzeitliche Liberalismus noch ein weiteres Element für unverzichtbar. Zum schon genannten Erfahrungsbezug, zum legitimatorischen Individualismus und drittens dem freien Spiel der Kräfte innerhalb von Verfassung und Recht, tritt viertens eine handlungsrelevante Selbstkritik. Sichtbar wird sie im Willen,
angesichts neuer Herausforderungen sich zu verändern. Ohne dieses Element, ich nenne es mal eine reflexive Regeneration, ist der Liberalismus nicht zukunftsfähig. Vor allem verdient er ohne es nicht als aufgeklärt zu gelten. Nehmen wir ein Beispiel. Kein Liberalismus, der auf dem Niveau des Nachtwächterstaates verknöchert, kann für sich den Ehrentitel aufgeklärt beanspruchen. Ohnehin ist er allenfalls noch in US-Debatten zu finden. Der in Europa dominante Liberalismus dagegen hat sich längst um politische Mitwirkungsrechte und um freiheits- und demokratiefunktionale Sozialrechte erweitert. Infolgedessen hat sich hier die Kritik am orthodoxen Altliberalismus, auch die an dessen neoliberaler Restauration, weitgehend überlebt. Gefragt ist die reflexive Regeneration in anderen Bereichen. Für besonders wichtig halte ich 4 Herausforderungen, die ich im Folgenden knapp skizziere. Eine erste Herausforderung betrifft die Argumentationsstrategie. Die Grundelemente des Liberalismus sind in einer interkulturell verständlichen Sprache zu legitimieren. Diese Aufgabe stellt sich schon aus einem theoriepolitischen Grund. Soweit wir wissen, ist das liberale Denken im Westen entstanden. Um den Wert dieses Denkens nicht westlichen Kulturen zu erläutern, noch mehr, um sie vom Wert zu überzeugen, darf man sich nicht auf eine nur der westlichen Kultur verpflichtete Argumentation einlassen. Wichtiger und letztlich allein entscheidend ist jedoch ein anderer Grund. Aus Achtung vor dem Eigenwert der anderen Kulturen sind mit ihnen kein kulturspezifischer, sondern ein interkultureller Diskurs zu führen. Soweit das erste Element. Die erste inhaltliche und insgesamt 2. Herausforderung betrifft den Wirtschaftsliberalismus. Dessen Kern bildet bekanntlich eine der ältesten menschlichen Erfindungen, der Markt. Der Markt erlaubt den Menschen, das für sie notwendige Arbeiten und Wirtschaften, darüber hinaus jede Form von Wettstreit und Konkurrenz in Freiheit vorzunehmen. In Bezug auf die Arbeit ergänzt der Markt das Freiheitspotenzial der Technik. Während deren Freiheitsbeitrag in Geräten und Verfahren besteht, die die Arbeit erleichtern und ihren Ertrag erhöhen, sorgt der Markt durch freies Spiel der Kräfte, dass das zur Befreiung von Hunger und Armut notwendige Wirtschaften möglichst effizient stattfindet und dass sich die dafür erforderlichen Begabungen entfalten. Unter europäischen Intellektuellen wird der freie Markt gern mit Kapitalismus assoziiert und beide sind häufig schlecht beleumdet. Ein neutraler Blick hingegen sieht, dass der Markt jene beiden Grundformen menschlicher Koexistenz stimuliert, die auch unter Politikern, auch unter Künstlern, auch unter Wissenschaftlern und Intellektuellen sowie in nicht geringem Maß unter Philosophen vorherrschen: die Kooperation und die Konkurrenz. Schon die Zusammenarbeit, noch mehr der Wettbewerb, stacheln an zur Kreativität, zu Wagemut und Anstrengung. Der Markt fördert, indem er fordert, Eigenverantwortung, Leistungswillen, bedarfsgerechtes Angebot und wirksame Zuteilung. Ferner befördert er ein Arbeitsethos mitsamt dessen Selbstdisziplinierung und dem Stimulieren von Fähigkeiten und Bereitschaften. Überdies enthält er den Anreiz, um der eigenen Zukunft willen in der Gegenwart Verzicht zu üben. Andererseits stimuliert er nicht bloß die genannten außerökonomischen Antriebskräfte der Ökonomie. Zu einem erheblichen Teil setzt er diese Antriebskräfte schon voraus, etwa die Bereitschaft, seine Begabungen zu entwickeln und die einschlägigen Fähigkeiten einzusetzen, um sein eigenes Humanvermögen zu steigern. Das wiederum lässt die Produktivität, und zwar nicht bloß die ökonomische, sondern auch die soziale und die kulturelle, langfristig auch die politische Produktivität wachsen. Zweifellos liegt der unmittelbare Gewinn bei dem, der die Leistung erbringt. Der Unternehmer erhält zahlungsbereite Kunden, der Politiker Wählerstimmen und der Buchautor Käufer.
Zusätzlich entfaltet man seine Fähigkeiten und gewinnt, worauf es den Menschen letztlich ankommt, also nicht Geld, sondern Achtung. Sowohl die Achtung durch andere als auch die Achtung seiner selbst. Dass der Markt auch Kritik verdient, vor allem rechtliche und politische Regeln braucht, versteht sich. Ebenso offensichtlich ist, dass man zahlreiche lebenswichtige Dinge weder kaufen noch dem Prinzip der Gewinnsteigerung unterwerfen kann. Es sind so unverzichtbare Dinge wie Treue, Vertrauen und Freundschaft. Die Herausforderung, auf die ich heute hinweisen will, ist aber eine andere. Sie beginnt mit der ökologischen Dimension, weshalb sich der Wirtschaftsliberalismus um einen ökologischen Liberalismus erweitern und sich, wo nötig, von ihm korrigieren lassen muss. Die Herausforderung reicht aber darüber hinaus und kann insgesamt die neue soziale Frage heißen. Ohne die alte soziale Frage zu verdrängen, also die Vorsorge für Krankheit, Alter und Arbeitslosigkeit, Armut und Verelendung, das eine zu regeln, das andere zu verhindern, darf man die Verantwortung für die künftigen Generationen nicht länger verdrängen. Ihnen gegenüber sind die Errungenschaften der Zivilisation und Kultur zu bewahren. Sie sollen sogar, wie schon in der Vergangenheit geschehen, leider nicht immer, um neue Errungenschaften erweitert werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe richtet sich auf mindestens 6 Bereiche. Auf die Kultur, einschließlich Sprache, Literatur und Kunst, Musik, Architektur, Wissenschaft, Medizin und Technik. Auf die materielle und edukative Infrastruktur, von den Verkehrswegen und der Kanalisation, über das Gesundheitswesen bis zum Schul- und Hochschulwesen und der architektonischen Qualität der Städte. Drittens auf rechtliche und soziale Institutionen. Viertens auf den Wirtschaftsbereich, hier namentlich auf Investitionen und auf eine angemessene Kapitalakkumulation statt wachsender Verschuldung. Fünftens auf die Umwelt, einschließlich dem ästhetischen und dem Erholungswert der Landschaft. Nur dann kann man von einem ökologischen Liberalismus sprechen. Nicht zuletzt auf die Bevölkerungsentwicklung. Ob ein Gemeinwesen dieser vielfältigen Aufgabe gerecht wird, zeigt sich zum Beispiel am Verhältnis von konsumtiven zu investiven Staatsaufgaben. Konsumtiv sind all die Staatsausgaben, die vornehmlich der derzeitigen Generation zugutekommen. Die investiven Staatsausgaben dienen hingegen den künftigen Generationen. Die Unterscheidung betrifft beispielsweise den Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der dem Gesundheitswesen im Verhältnis zum Bildungswesen eingeräumt wird. Die Erfahrung zeigt, was die Sozialstatistik bekräftigt, dass das Gesundheitswesen überwiegend den Älteren, also meiner Generation, zugutekommt, weshalb es einen mehr konsumtiven als investiven Charakter hat. Nun steigt aber der für das Gesundheitswesen aufgewendete Anteil am Bruttoinlandsprodukt, während der für das Bildungswesen bestenfalls stagniert. Daneben dem Gesundheitswesen vor allem die Ausgaben für Arbeit und Soziales sowie für die Rentenkassen zusätzlich die Zinslast für die Staatsschulden exorbitant stark zu Buche schlagen, die öffentlichen Investitionen dagegen enorm geschrumpft sind, praktiziert die Politik einen Vorrang der Älteren vor der nachwachsenden Generation. Darin liegt jene Ungerechtigkeit zwischen den Generationen, gegen die die Menschheit seit dem Club of Rome, seit 1972 und der Umweltschutzbewegung doch sensibel werden wollte. Dass die Politik tatsächlich anders agiert, nämlich einer offensichtlich ungerechten Strategie folgt, darf man nicht beschönigen. Die Älteren bereichern sich auf Kosten der Jüngeren. Diese Bereicherung reicht in eine Vergangenheit zurück, die durch eine Staatsverschuldung, die nicht etwa wegen der Investitionen gewachsen ist, den Spielraum für öffentliche Investitionen sträflich eingeschränkt hat. Als dritte Herausforderung meldet sich das Desiderat Bürgergesellschaft und Bürgertugenden an. Der klassische Liberalismus verlässt sich nämlich auf eine klare Arbeitsteilung. Aus Angst, andernfalls die Bürger moralisch zu überfordern, sorgt er für gerechte
Gesetze und Institutionen, auf das die Bürger selber ohne Gerechtigkeit auskommen und ihren bloßen Interessen folgen können. Diese Arbeitsteilung, gerechte Institutionen für gerechtigkeitsindifferente Bürger oder Rechtsstaat statt Moral, übersieht, dass die Bürger die Institutionen zunächst erschaffen und sodann mit Leben erfüllen müssen. Denn nur freie Personen schaffen und erhalten eine freie Gesellschaft. Dafür, so die dritte Herausforderung an einen zukunftsfähigen Liberalismus, ist die genannte Arbeitsteilung aufzuheben. Man kann hier von einem existenziellen Begriff der Demokratie sprechen. Danach ist die Demokratie eine gelebte Lebensform, in der unter Wahrnehmung ihrer politischen Rechte die Bürger sich selber um ihr Gemeinwesen Sorgen machen. Die Politiker, die sie wählen, müssen sich vor ihren Bürgern verantworten und vor allem in einer Demokratie anerkennen, dass die Interessen, die Hoffnungen und die Ängste der Bürger entscheidend sind. Deshalb ist die Politik in Demokratien eine ergebnisoffene Lebensform. Wichtig ist jedenfalls die Ergänzung gerechter Institutionen um eine Bürgergesellschaft mit Bürgertugenden wie einem Rechtssinn, einem Gerechtigkeitssinn und einem Gemeinsinn. Nicht zuletzt braucht es eine Bürgertugend, zu der ich eine Bemerkung mache, die Toleranz. Die Toleranz zeigt sich bekanntlich in zwei Stufen. Auf der schwächeren, passiven Stufe werden abweichende Bekenntnisse, Überzeugungen und Lebensformen ertragen. Auf der stärkeren, aktiven Stufe bringt man ihnen Verständnis und den entsprechenden Personen Achtung entgegen. Zugespitzt mit Rosa Luxemburg: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Bei der ersten Stufe kann man von einer oft widerwilligen Erlaubnistoleranz, bei der zweiten von einer freien Respekttoleranz sprechen. Obwohl sich diese zweistufige Toleranz in aufgeklärt liberalen Gesellschaften von selbst versteht, tauchen immer wieder Streitfälle auf. Liberale Intellektuelle üben dann gern eine Großzügigkeit, die über das weit hinausgeht, was sie von anderen erwarten. Dass sie in ihren Gesellschaften quantitativ dominante Gruppe, die Christen, außerhalb des Westens an so vielen Orten unterdrückt oder verfolgt wird, dass die Christen sogar die weltweit meistverfolgte religiöse Gruppe sind, ist vielen westlichen Intellektuellen keinen Protest, oft nicht einmal die Kenntnisnahme wert. Hier droht die Großzügigkeit in eine Unverbindlichkeit umzuschlagen, die die vielerorts herrschende Freiheitsbedrohung unterschlägt. Vorsichtigerweise nur als Frage formuliert: Darf man innerhalb seines Landes gegen Praktiken tolerant sein, die zwar nicht einen selber, aber Mitbürger betreffen? Darf man zum Beispiel tolerant sein gegen Zwangsheiraten? Tolerant gegen eine enorme Benachteiligung der Mädchen und Frauen? Tolerant gegen das freiheitseinschränkende Beaufsichtigung von Mädchen durch ihre Brüder, sogar weit jüngere Brüder? Fragezeichen. Die Antworten auf diese Fragen sollten uns selbstverständlich sein, weshalb sie hier nicht näher auszubreiten sind. Die Methode, die Antworten zu finden, sei jedoch genannt. Sie besteht im Zusammenwirken einer moralischen Haltung der Toleranz mit Urteilsfähigkeit samt Augenmaß. In dieser Methode spielen Güterabwägungen eine wichtige Rolle. Die schließliche Entscheidung kann deshalb, selbst wenn sie nach gründlichen Überlegungen getroffen wird, weit über das übliche Maß umstritten sein. Dieser Umstand, dass die Entscheidung sich begrifflich aus zwei Momenten zusammensetzt, aus einer Einstellung und aus einer Urteilsfähigkeit, hilft manchen Streit zu entdramatisieren. Denn von den zwei Momenten ist einer der aufgeklärt liberalen Demokratie, das erste dispositive Moment, unstrittig. Das zweite deliberative Moment kann dagegen einem erbitterten Streit ausgesetzt sein, etwa einem Streit schon über die Sachlage, ferner über die zugrunde liegenden Sachgesetzlichkeiten, über die relevanten Verbindlichkeiten und über eine eventuell notwendige Güterabwägung. Aus diesem Grunde,
Also wegen schwieriger Einschätzungen und Güteabwägungen ist schwerlich die eine Entscheidung als klarerweise tolerant, die andere als ebenso klar intolerant zu bezeichnen. Aus diesem Umstand folgt eine neuartige Toleranz, eine Toleranz zweiter Stufe. Sie widersetzt sich einer Selbstüberschätzung der eigenen Urteilsfähigkeit und weist jeden Fanatismus von sich und hält sich für kreative Kompromisse offen. Die vierte Herausforderung für einen aufgeklärten Liberalismus ist so offensichtlich, dass hier die bloße Erwähnung genügt, die Globalisierung. Nur ein Aspekt sei herausgehoben. Denn dieser Aspekt wird häufig verdrängt. Die Globalisierung ist weit mehr als bloß ein ökonomischer Vorgang. Global sind längst auch die Waffenentwicklung, die Umweltschäden, der Terrorismus und die organisierte Gewalt. Glücklicherweise leben wir nicht bloß in einer globalen Gewaltgemeinschaft, sondern noch stärker in einer globalen Kooperationsgemeinschaft. Zu ihr gehören mehr als lediglich die Wirtschaft, die Finanz- und die Arbeitswelt. Nicht minder wichtig sind der Tourismus, die Welt von Wissenschaft, Medizin und Technik, die Welt von Bildung und Ausbildung, die von Literatur, Musik, Theater und bildender Kunst, auch die Welt der Weltreligionen und die des Sports. Schließlich leben wir in einer globalen Schicksalsgemeinschaft, einer weltweiten Gemeinschaft von Leid und Not. Einem aufgeklärten Liberalismus, seiner reflexiven Selbstkritik, stellen sich also mindestens vier Herausforderungen. Erstens die Notwendigkeit interkultureller Diskurse, zweitens die neue soziale Frage, drittens die Notwendigkeit von Bürgertugenden und viertens die vielfältige, mindestens dreidimensionale Globalisierung. Ein Liberalismus erweist sich jedenfalls erst dann als regenerationsfähig, folglich zukunftsfähig, wenn er sich einerseits interkulturellen Diskursen öffnet und andererseits die drei genannten Herausforderungen bewältigt. Noch einmal die neue soziale Frage, weiterhin, und zwar vielleicht erläutere ich das nochmal, die neue soziale Frage durch eine Umschichtung der Staatsaufgaben und Staatsausgaben zugunsten der nicht bloß wirtschaftlichen Investitionen. Das Desiderat an Bürgertugenden durch eine Stärkung des freien Gemeinsinns und der Bürgergesellschaft, schließlich die Globalisierung durch die Fortentwicklung einer weltweiten fairen Kooperation, einschließlich der politischen Institutionen, hin in Richtung auf großregionale Zwischenstufen wie die Europäische Union. Und letztlich braucht es eine subsidiäre und föderale Weltrechtsordnung, die man am Ende eine Weltrepublik nennen darf. Vielen Dank.